nicht zurückrufen? Das ist jetzt kein guter Zeitpunkt. Ja, das kann ich sehen, Doc. Mein Solarauto ist außer Kontrolle. Das verdammte Ding lässt sich nicht anhalten. Das Gaspedal klemmt und das Steuersystem scheint auch seinen eigenen Kopf zu haben. Doch, nein. Und ich glaube, mir wird gerade schlecht. Okay, Team, ihr habt gehört, was los ist. Machen wir unseren Job. Fahrzeug fährt in südlicher Richtung auf der Marschlänge. Um ihn langsamer zu machen, gehen wir runter und setzen uns auf sein Dach. Langsamer ist gut. Runtergehen ist auch gut. Aber müssen wir uns wirklich auf sein Dach setzen? Danny, ihr zwei behaltet die Dinge von da oben aus im Auge. Oh. Jetzt ist der Doc auf der Waverly. Er rast auf ein paar geparkte Autos zu. Verstanden. Bin gleich da. Du wolltest sicher sagen, wir kümmern uns darum, nicht wahr? Bring uns einfach hin, Heatwave. Ah! Der Doc ist wieder auf der Main Street. Wenn ich eine Bodeneinheit wäre, würde ich versuchen, Docs Reifen zum Platzen zu bringen. Gute Idee, Blades. Jungs, wir fliegen zurück zum Stützpunkt und holen Spike-Streifen. Nicht nötig, Danny. Boulder und ich improvisieren. Was denkst du? Ist das machbar? Das ist großartig. Dass die automatische Reifenreparatur funktioniert. Oh nein. Doc ist auf der Old Canyon Road. Vier Roboter auf einer Weltraumpatrouille gerieten in eine vertragte Bredouille. Sie warten auf unserer Erde. Optimus Prime wollte, dass es so werde. Sie lernen, wie man Menschen beschützt. Alles zu tun, was allen hier nützt. Sie trotzen als Helden Wetter und Wind. Und kaum jemand weiß, wer sie wirklich sind. Durch ihr Bot helfen und retten. Sind wir von Not und Gefahr bedroht. Durch ihr Bot helfen und retten. Ihr Lenker ist Cody, der mutige Held. Die Rescue Bots retten täglich die Welt. Rescue Bots helfen und retten. Rescue Bots. Teufelskerle. Blades, kannst du ihn stoppen, wenn wir direkt vor ihm landen? Wenn ich dabei nicht rumhüpfen muss. Nein, Danny, bleibt in der Luft. Chase und ich regeln das. Es ist überstanden. Sie können das Lenkrad jetzt loslassen, Doc. Alles in allem, mal abgesehen davon, dass ich nicht anhalten oder lenken konnte, keine schlechte Testfahrt. Ja. Ein Fahrzeug außer Kontrolle, eine ahnungslose Bevölkerung, eine Katastrophe droht. Wie hat es unsere Heldenfamilie nur wieder einmal geschafft, Griffin Rock zu retten? Kate Burns? Naja. Eigentlich braucht man nur eine Leiter, um so ein Fahrzeug wieder unter Kontrolle zu bringen. Es ist schon sehr schwierig, aber ich habe tief in die Trickkiste... Graham, was sagen Sie dazu? Also, um eine Straßensperre zu kreieren, musste ich die Entfernung zwischen... Und was war Ihr Beitrag zu dieser grandiosen Aktion, Danny? Ich? Danny unterstützt uns immer aus der Luft. Ich sag Ihnen, ohne unsere kleine Schwester könnten wir unseren Job nicht machen. Vermutlich könnten wir es.
Wie ich schon sagte, eine Rettungsaktion dieser Art erfordert jede Menge Talent und Konzentration. Wenn es irgendwo ein Schlammloch gibt, muss Boulder unbedingt mittendurch. Naja, ich bin eben ein halber Traktor. Es muss doch eine effizientere Art geben, ein Fahrzeug wieder unter Kontrolle zu bringen, als hinter ihm herzuschlittern. Ganz sicher. Und zwar, indem man den Doc vom Fahrersitz fernhält. Haha, man muss ihn einfach lieben. Der hält uns immer auf Trab. Einige von uns. Die anderen müssen vom Himmel aus zusehen. Sei mal nicht traurig, Blitz. Vielleicht findet unsere nächste Rettungsaktion ja in der Luft statt. Das wäre schön. Aber nur, solange sie nicht zu hoch in der Luft stattfindet. Ist doch egal, wer hier was macht. Bei uns bedankt sich sowieso keiner. Wie meinst du das? Ist dir eigentlich aufgefallen, dass ich da draußen Kopf und Kragen riskiert habe? Und Kate hat die Lorbeeren kassiert. So wie immer. Tja, bei mir hat sich auch noch keiner bedankt. Bei Danny auch nicht. Aber die Leute schätzen, was wir tun. Ich vermute, Danny würde dir in diesem Punkt nicht zustimmen. Doc, sind Sie hier? Tut mir leid, Danny. Ich baue einen Ersatz für den Zeitungsautomaten, den ich umgefahren habe. Einen, der den Lesern eins überzieht? Oh, nein, nein. Einen, der die Zeitung in dein Auto wirft, während du vorbeifährst. Wie auch immer, ich freue mich, dich zu sehen. Ich wollte dir nämlich für deine Hilfe heute danken. Naja, ich habe ja kaum was gemacht. Aber das wird sich bald alles ändern. Können Sie mir sowas bauen? Eine Baggerschaufel. Weißt du, sowas hat man vor vielen Jahren auf dieser Insel beim Holzfällen benutzt. Vielleicht habe ich sogar noch eine auf Lager. Könnten Sie mir die leihen? Na, selbstverständlich. Gleich nachdem das Ding keine Sonntagsausgabe mehr ausspuckt. Danny, was machst du denn da? Cody, ich bitte dich inständig, bring deine Schwester wieder zur Vernunft. Bitte! Entspann dich, Blades. Du siehst gut aus. Das ist aber Ansichtssache. Ja, flieg nur nicht über irgendwelche Stromleitungen. Das ist wirklich ein guter Rat. Was ist denn das für ein Ding? Das ist eine Baggerschaufel und damit werden Blades und ich ganz groß rauskommen. Stimmt doch, Blades. Na, wenn du es sagst. Jetzt müssen wir sie hochziehen. Gib mir mal bitte die Fernbedienung. Das kann ich doch machen. Ich weiß nicht. Es ist sehr kompliziert. Ja, es ist sehr schwer, auf einen Knopf zu drücken. Ach, ich will doch nur, dass nichts schief geht, kleiner Bruder. Mal sehen, wie du nach der Transformation aussiehst. Aber bitte nicht lachen. Oh, das ist ja super. Das muss ich dir zeigen. Was denn? Macht mich das etwa dick? Nein, ganz und gar nicht, Captain Bleibauch. Hey, macht euch nicht über ihn lustig. Aber er weiß doch, dass wir nur Spaß machen. Stimmt's, Boulder? Vielleicht möchte er respektvoll behandelt werden, so wie ihr. Ach, komm schon, Cody. Wir haben doch wirklich nur... Ihr wisst auch nie, wann es genug ist, nicht wahr? Cody, geh ins Kommandozentrum. Schwerer Steinschlag am Nordhang. Wo bist du? Wir brauchen jeden. Blades und ich sind sofort da. Cody, kannst du sehen, was da vom Berg auf uns zukommt? Ich check das. Ein Felsen so groß wie ein Haus ist abgebrochen und kommt direkt auf euch zu. Ein Felsbrocken so groß wie ein Haus kommt direkt auf euch zugerollt. Ein Haus? Klingt eher wie eine ganze Stadt.
meiner Einschätzung haben wir zwei Möglichkeiten. Ihn abfangen oder zerschmettern. Zerschmettern! Bei drei, eins, zwei... Wow. Alles klar, Jungs. Blades und ich haben alles unter Kontrolle. Das war gute Arbeit, Danny. Von dir auch, Blades. Das war wirklich sehr unerwartet, dennoch beeindruckend. Ja. Aber seit wann testen wir ein neues Gerät nicht erst, bevor wir es einsetzen? Betrachte das heute als Test, du alter Grummelkopf. Bis dann, mein Lieber. Oh, das Leben mit Blades wird jetzt unerträglich. Blades, das war so cool. Woher wusstest du, dass du das schaffst? Das wusste ich nicht, ehrlich gesagt. Ich dachte erst, der Felsbrocken wäre zu schwer. Aber dann habe ich Kraftreserven angezapft, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie habe. Und ich versuche, eine Geduldsreserve anzuzapfen, die ich vielleicht gar nicht habe. Nur, dass das klar ist. Bei dem Einsatz wurde das akzeptable Risiko überschritten. Ihr solltet euch für ihn freuen. Das war eine tolle Rettungsaktion. Das ist wahr. Das hätte schiefgehen können da draußen. Du warst eine große Hilfe. Wir sollten dir wirklich dankbar sein. Jederzeit. Zeuge einer weiteren spektakulären Rettungsaktion von Danny Burns und ihrem Hubschrauberbot. Also gut, wenn ihr sie anbrüllt, wird sie nur zurückbrüllen. Wir sind nicht sauer auf sie, wir wollen nur mit ihr reden. Doch, ich bin sauer. Sie wollte doch nur helfen. Helfen ist das eine, sich jede Mission unter den Nagel zu reißen, das andere. Hey, ihr Faulpelze! Der Job hat noch nie so viel Spaß gemacht wie jetzt, habe ich nicht recht? Woo! Stimmt das nicht? Danny, wir machen uns Sorgen, dass du dich vielleicht etwas übernehmen könntest. Er meint damit, hör auf, uns unsere Rettungsaktion zu klauen. Eure Rettungsaktion? Ja. Du haust immer dazwischen, wie der letzte Angeber. Ehrlich gesagt finde ich, dass ich einen sehr guten Job mache. Nur, dass es nicht nur dein Job ist, Danny, es ist unser aller Job. Also, wenn ihr mich fragt, ist es doch völlig egal. Oh, Cody, bitte, das geht dich nun wirklich nichts an. Also, wo ist Dad? Was sagt er dazu? Na, du kennst doch Dad. Er würde wollen, dass wir das unter uns klären. Rück das Baggerding raus, Blades. Ich verspreche dir, du wirst nichts spüren. Cody, könntest du mir bitte helfen? Das hier geht Cody nichts an. Ich glaub's nicht. Ihr also auch? Wir haben uns nur gedacht, es wäre vielleicht besser, wenn dieses Ding nicht so oft eingesetzt würde. Niemand hatte ein Problem damit, als das noch ein großer Witz war. Aber jetzt, wo ich Erfolg damit habe... Wenn man es nüchtern betrachtet, bist du nicht erfolgreich. Du drängelst dich nur in den Vordergrund. Diese Schaufel bleibt genau da, wo sie ist. Blades und ich gehen wieder raus auf Patrouille. Dahin, wo man uns zu schätzen weiß. Entschuldigt mich. Ich werde da draußen gebraucht. Was willst du dagegen unternehmen, Cody? Gar nichts. Denn ihr findet ja alle, dass mich das nichts angeht, richtig? Na schön, ich sehe mal, was ich tun kann. Danny, warte! Ich bin ein Aufklärer! Halt die Augen offen, Cody. Okay, mit ein wenig Glück können wir jedes Problem lösen, ehe Kate und Graham davon überhaupt erfahren. Ihr kennt doch das Sprichwort. Der frühe Hubschrauber fängt den Wurm. Ich fand's viel besser, als ihr alle noch im selben Team wart. Wir sind noch immer im selben Team. Nur Kate und Graham glauben manchmal, dass ich nichts allein geregelt kriege. Ja, das Gefühl kenne ich. Wie meinst du das? Genau so behandelst du mich doch auch oft. Oh, Cody, das tue ich nicht. Tue ich das? Ja, tust du.
Und jedes Mal, wenn Kate oder Graham dich sauer machen, dann soll ich mich aus allem raushalten. Heißt das etwa, ich lasse meine Wut an dir aus? Cody sagt die Wahrheit. Das sagt dir jemand, auf dessen Knöpfen du jedes Mal herumhackst, wenn du sauer bist. Es tut mir sehr leid, Cody. Ich bessere mich, versprochen. Schon gut. Das betrifft auch dich, Blades. Ab jetzt bin ich vorsichtiger mit deinen Knöpfen. Dieses Gespräch war sehr fruchtbar. Findet ihr das nicht auch? Wir fliegen lieber zurück. Gewitter und Fliegen ist keine gute Kombination. Position. Danny, sagt mir, wo ihr seid. Richland Cliff. Oh. Rescue Bots, auf zum Einsatz. Keine Sorge. Ich bin sicher, es sieht schlimmer aus, als es ist. Leider doch nicht. Es tut echt weh. Sei vorsichtig, das wird schon, Blade. Ja, es kommt sicher gleich Hilfe. Hier können wir nicht bleiben. Wo geht's zur Straße? Da! Vielleicht können wir das Feuer im Inneren von Blades überstehen. Das ist keine gute Idee. Ihr würdet in mir gebacken werden wie Weihnachtsplätzchen. Dann ist die Klippe unser einziger Weg hier raus? Wir haben nicht die Ausrüstung, um darauf zu klettern. Oh, doch. Und los geht's. Winde aktivieren. Mach du das. Alles klar bei euch? Ja. Gute Arbeit, Blades. Ja, aber was jetzt? Sieh doch nur. Also, das ist ein Problem. Dad, hörst du mich? Kate, Graham. Der Blitzschlag muss das Funkgerät zerstört haben. Ich versuche noch mal zu fliegen. Nein, Blades. Du bist verletzt. Tut mir leid. Das muss es nicht. Es wird alles wieder gut. Das Team wird uns finden. Ich sehe sie. Heatwave, Kate, ihr geht vor. Ihr habt den Chief gehört, Bots. Lassen wir uns ein paar Beine wachsen. Ach, jetzt weiß ich, wie Weihnachtsplätzchen sich so fühlen. Blades, kannst du dich nochmal transformieren, damit wir vielleicht doch noch zur Straße kommen? Tut mir leid, euch das sagen zu müssen, aber ich kann nicht. Ich muss kaputter sein, als ich dachte. Gut? Uns ja. Dank Blades. Aber er ist schlimm verletzt. Dad, er kann sich nicht verwandeln.
Das wird er auch nicht müssen. Danny, was war das für ein Gefühl für Sie, ein Retter zu sein, der gerettet werden musste? Ich fühlte mich überglücklich, dass ich Teil einer solch tapferen Heldenfamilie bin. Und das schließt natürlich auch meinen kleinen Bruder Cody mit ein. Danke, Danny. Außerdem könnten wir nichts von all dem ohne unsere unglaublichen Rettungsfahrzeuge schaffen. Siehst du, Heatwave? Jetzt hast du deine offizielle Anerkennung. Aber unsere Namen hat sie nicht erwähnt. Blades, wie fühlst du dich? Sehr viel besser, danke. Ich war eine Stunde im Stasisport und jetzt bin ich wieder einsatzbereit. Nur eine Stunde? Und wo warst du den ganzen Nachmittag? Danny und ich haben den Baggergreifer von der Klippe geborgen. Oh, ihr wollt das Ding wieder einsetzen? Nein, nur wenn's sein muss. Ich hoffe nicht allzu oft. Denn dieser Baggergreifer ist echt super unbequem. Und weißt du was noch? Ohne siehst du auch nicht so dick aus. Du bist so aufmerksam. Hey, das ist doch